on an adventure. Ich sitze auch. Zimmer aus, auf. Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Die nächsten 4 Tage werden hella aufregend und deswegen werde ich euch natürlich mitnehmen. Ich packe jetzt gerade, morgen früh geht es los. Step 1 ist Düsseldorf. Da gehe ich auf ein crazy Event. Ich habe gar keinen Plan, was mich erwartet und ich bin sehr aufgeregt und ich habe ein sehr extravagantes Black Swan Outfit. Step 2, von dort werden wir eingesammelt von unserer Small Group Gruppe und dann geht es zu den deutschen Meisterschaften nach Saarlouis. Wir sind nämlich mit unserer Small Group in Jazz Modern Contemporary Regionalmeister geworden in Norddeutschland und haben uns deswegen qualifiziert für die deutschen Meisterschaften. Und in Saarlouis geht es dann um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften und ich nehme euch bei dem Abenteuer natürlich mit. Ich denke nämlich auch, es ist eine ganz tolle Erinnerung für mich, also es ist eigentlich nur eigennützig. So, ich muss jetzt packen für gefühlt 5 völlig verschiedene Tage. Das sind meine Wettkampftasche. Das sind meine Event- und Tag-Dazwischentasche. Und dann habe ich noch meinen Zugrucksack. Als die Kamera gerade anging, war sie. Hi. Erstmal so ein Runterkommen, kurz mal. Ein bisschen gestresst am Bahnhof. Um 56 war sie noch beim Bäcker und da ist der Zug schon abgefahren. Also um 56 und 30 Sekunden. Sowas mache ich normalerweise, aber wenn andere das machen, finde ich das dann irgendwie doch nicht mehr so lustig. Und es ist gut, jetzt habe ich mir einen Spiegel vorgehalten. Ja. Und jetzt arbeite ich an mir. Was machst du so beruflich? Einfach um das Ganze authentisch zu halten. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was gegessen. Lara isst den Rest. Und jetzt ubern wir gleich zum Hotel. Und wir haben schon ein paar Leute auf Instagram gesehen, die auch kommen. Was natürlich so ein bisschen crazy ist, dass ich da auch eingeladen bin. Weil zum Beispiel Anna-Maria Damm oder Katharina Damm kommen auch. Voll cool. Wir wurden gerade schon begrüßt bei Captain Sun und ich komme mir wichtig vor. Ja, hier, ja. Ne? Wir sind in einem Ruby Hotel und können unsere Beziehung noch ein bisschen vertiefen. Ich glaube, man kann ja sogar. Ah. Ja, ich wow! Die Geräuschkulisse nicht. Ja, die Geräuschkulisse in der Toilette. Da kann man Musik anmachen. Fangen wir jetzt an, uns langsam fertig zu machen.
I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Saying to myself, looks are deceiving. Trying to fight back, this far from easy. But I see your hands. Delilah, don't you know my life? See your hands. Delilah, don't you know my heart turned cold, lost control. Looking at this beautiful distraction. Fell in love with a fatal attraction. I really let my guard down, now relaxing. Why did I open up? She taking way too much. Put in my all and got nothing. Oh mein Gott, wir gucken gerade so ein bisschen die Stories von Stars an. So, Sarah Engels hat dieselben Schuhe an wie ich. What? Okay. Oh mein Gott. Crazy. Dann können wir gleich Schuh. Twinning-Fotos machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich mehr... Das ist aber ohne Witz, wenn du mit ihr bonden willst, ist voll der Gute. Mhm. Hey, oh, ich hab gesehen, wir haben die gleichen Schuhe. Lass mal Twinbilder machen. Ja. ich kann nicht mehr... Ich bin so aufgeregt. Und zurück zum Hotel. Ja. Ist das also dieses Blackout Black Event? Ja. Bash out Black. Sorry. Ja. Müssen wir uns noch abschminken. Oh mein Gott. Leute, wir haben Leute getroffen. Lara ist fangirl-mäßig ausgetickt. Pause auf Anna Maria und Katharina Damm. Und Aliana ist ausgetickt wegen Anna von Kolinski und Doreen. Kamuschka war auch da. Also Carmen, ihr Mann, Kisos Mann. Also es war so ein bisschen weird, weil ich ging so an denen vorbei und dachte so, warum sagen die mir nicht Hallo? Kennen uns doch. Aber nee, ich kenne die nur, weil ich deren Content schaue. Die kennen mich nicht. Aber es war trotzdem voll cool, also es war total cool einfach, dass ich eingeladen war. Also ich meine, mega.
die meinten auch, die haben da so Long-Term-Partner eingeladen und so. Also ich fühle mich sehr geehrt und es war richtig crazy, wir haben Burger verpasst. Also um Mitternacht kam anscheinend eine große McDonald's-Lieferung mit Burgern für alle. Und wann saßen wir im Shuttle? 5 nach 0 Uhr. Also der Weg da hoch hat einfach scheinbar ewig gedauert. Ja. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Das war meine Ehre, gerne wieder. Nächstes Mal bist du mein Plus 1 zum Coachella. Genau! Also der Schmerz in meinen Füßen, ich übertönt alles. Ich möchte nicht wissen, wie meine Füße riechen, ehrlich gesagt. Ich fühle mich wie so bei Bridgerton oder so, wenn ich an Ayana in ihr Kleid einschnüre. Aber die machen dann immer so. Ja, ich kann das auch gerne noch so machen, dass sie in die Luft wegbleibt, wie früher. Die, weißt du, die drücken sie immer in die. Hier und dann hoch. Ja. Ich muss erstmal Hände waschen. Egal, ich kann nicht, ich hab so Hunger. Ich muss die Burger nicht. Na, Ronja. Weil ich schon wach bin und ich habe Ziele vor Augen und die werde ich umsetzen. Oh mein Gott. Ariana, ich kenne hier meinen Körper. Ich glaube fest an dich, Lukas. Oh Gott, ich habe mein Zeug in diesem Zimmer auch überall stehen. Ja, siehst du deswegen, das geht ja aber schnell, wenn man es aufsteht. Das Schlimmste ist das mit diesen ganzen tollen, berühmten Persönlichkeiten und wichtigen Menschen jetzt noch beim Frühstück begegnen. Ready for breakfast. Muss ich noch bewusst kriegen, weil genau jetzt soll man nicht fragen. Wir haben einen ganz tollen Plan. Wir fahren jetzt ins Bali. Wir müssen nämlich noch, wir haben noch 10 Stunden, bis unsere Mannschaft uns einsammelt. Und wir gehen jetzt schön ins Spa. Boah, freue mich so auf Sauna und Schlafen und nochmal Kraft tanken für morgen. Hast du schon die getroffen, Tanne? Es geht. Da ist ein Bus, was sind die vielleicht? Es geht in die nächste Etappe unseres Trips. Deutsche Meisterschaften! Ich werde das so richtig hoch. Ich kann meine Haut wieder chillen, wenn ich möchte. Wenn ich sie gestatte. Ja. Ja. Sorry. Ich kann nicht hören, ich bin so fertig. Genau. Welcome to my dark side. Wenn sie mich mal hexen kann, dann muss der Besen in der Ecke liegen und kann nicht mehr fliegen. Wenn sie mich mal hex, bling, bling, Sabrina, spring, super Baby, los aber der Ruf. Was? Oh, was? Hä? Hä? Auf Lara mit. Irgendwie stand wir haben eine Verbindung zu Lizerbun. Oh mein Gott, ist das so eine Influencer-Kamera? Ja, ich bin Influencer. Ich habe letztens so ein Video gesehen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vlog. Willkommen bei der Route. Wir sind hier im Honda im März. Hier geht's zur Arbeit. Hier haben wir die wunderschöne Verbindungstür zu unserem Zimmer. Ja. Mhm. Und hier ist das Obst. Ja. Das große Bad für Ariana und Dana. Für Ariana, Influencerin, Star, Model. Aus Austrian. Das ist Dana, Influencerin, Star, Beispiel, Model. Wenn ich heute Nacht Albträume habe. Boah, das war ein Bauch.
Ich hab's auch gar nicht vorgeschlagen. Lol, und was ist mit mir? Mit mir willst du. Hallo! Hochgeben. Aber du hast es doch ganz aufgemacht, oder? Ja, aber... Aber da kann man sich doch... Ist das stabil? Da kann man sich doch hochziehen, oder? Ja, nee, wir wollen es nicht noch... Vor den deutschen Meistern, wenn man mit Sina fragen, ob das eine gute Idee ist. Hi, hier ist nochmal die Mädels aus Zimmer 126. Wir wussten nicht, dass die Verbindungstür nur von dem Zimmer aus aufgeht. Und jetzt haben wir uns aus unserem Zimmer ausgeschlossen. Können wir vielleicht noch mal kurz eine Karte kriegen, dass wir da rein können oder so? Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht's los. Und das Ganze läuft so ab. Jetzt am Vormittag und Mittag sind Solo-Turniere und Duo-Turniere. Und einer aus unserer Small Group tanzt auch solo mit und das gucken wir uns natürlich an, beziehungsweise auch vor allem alle anderen, also für die Inspiration. Das sind schon die besten Tänzerinnen Deutschlands, die da tanzen, also viele der besten. Und ich spüre schon, wie es mich motivieren wird. Dann beginnen bei uns später dann die Stellproben, beziehungsweise wir müssen dann halt, wir sind jetzt den ganzen Tag einfach in der Halle und werden dann irgendwann zwischen den Soli und Duos anfangen uns fertig zu machen, weil wir halt auch übelst viel, ja, halt unsere Haare föhnen müssen für einen Wet Hair Look und schminken. Wir haben komplett so Bühnenfarbe, mit dem wir uns die Hände komplett anmalen müssen. Das muss auch alles trocknen. Um 17 Uhr geht, glaube ich, unser Turnier los. Und es ist so, dass wir gegen 11 andere Leute antreten. Und die es wahrscheinlich so abläuft, dass wir antreten und dann gibt es eine zweite Runde. Und da werden dann welche aussortiert von der ersten Runde. Und dann gibt es nochmal ein Finale, wo nochmal Leute aussortiert werden von der zweiten Runde. Entweder so oder es gibt nur zwei Runden, weil sie direkt sehen, okay, das sind die deutlich schwächeren Mannschaften, also gibt es nur eine erste Runde und ein Finale. Unser Ziel ist natürlich, in eine nächste Runde zu kommen, in erster Linie. Und dann mal gucken, weil die anderen Mannschaften, die sind einfach alle super stark. Ich fühle mich noch gar nicht so richtig drin, also der Switch von dem einen zu dem anderen war voll hart jetzt, also ich habe das eine kaum bearbeitet und jetzt ins nächste. Aber ich verarbeite dann nächste Woche. And stepping stones from roadblocks, leap over the lines that say we won't cross. But you can't answer to nothing. Then once it's coming, scale all of the walls if it's to hold us. We may be invisible, but we'll be unmistakable.
just wait and see. Hallo Friends, ich bin mittlerweile wieder zu Hause und habe mich erholt von dem Trip. Es ist eine Woche später und ich habe es auch gut verarbeitet, beziehungsweise meinen Körper geschont. Es ist halt, also man denkt vielleicht, ja okay, man tanzt ja nur, in dem Fall waren es 4x2,5 Minuten. Aber man muss sich ja jedes Mal auf Höchstleistung warm machen, weil die Sachen, die man in der Choreo machen muss, zumindest für meinen Teil, waren halt Dinge, für die muss ich krass, krass warm sein. So fürs Aerial oder so, da muss ich halt alles gepreppt haben, da kann ich nicht irgendwie so reingehen. Oder ich habe leider auch so, ich habe 2 oder 3 Elemente in der Choreo, die ganz, ganz doll ins Maximum meiner Rückendehnung gingen. Und da kann man nicht einfach nur 5 Hampelmänner machen. Und dann kommt man wieder so runter, weil man halt wartet, bis die Ergebnisse da sind. Und dann muss man wieder hochfahren und runter, hochfahren, runter, hochfahren. Und deswegen ist es halt irgendwie nochmal total anstrengend, plus Adrenalin. Und
wenn man dann am, also man hat dann auch, ich habe kaum Hunger dann den ganzen Tag und dann abends, wenn, dann brauchst du richtig so ein paar Stunden, bis du das Adrenalin wieder so abflacht und man wieder was spürt, sage ich mal. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre der Körper taub, kann man eigentlich gut so beschreiben. Es war eine mega coole Erfahrung und ich bin total stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin in so kurzer Zeit und ich bin nochmal mehr motivierter und ich habe auch total Lust, mal ein Solo-Projekt zu starten und selber mal an so einem Solo-Wettkampf teilzunehmen. Da fühle ich mich persönlich mit den Dingen, die ich können möchte, dafür noch nicht ready, aber vielleicht ja in einem Jahr oder zwei. Ich bin auf jeden Fall gedanklich schon bei und würde voll gerne die Herausforderung mal angehen, sowas zu choreografieren, indem man dann auch mal nur seine eigenen Stärken einbauen kann und man kann komplett frei entscheiden, was man halt machen möchte und was nicht und was einem gut steht, sodass man es halt bestmöglich so präsentieren kann. Und es war auch sehr inspirierend, so die Tänzer zu sehen, die ich auch so ein bisschen auf Social Media verfolge. Das ist halt wirklich eine kleine Bubble in Deutschland. Also das sind jetzt nicht irgendwie berühmte Leute oder so und die haben nur so ein paar tausend Follower auf Instagram, aber gehören zu den Besten in der Branche aktuell. Und das war voll cool, so die dann mal live zu sehen und live tanzen zu sehen, wie sie, was sie wirklich halt transportieren nach oben hin. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Es war mir ein Fest, es hat voll Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich war auf einer riesen Klassenfahrt, einer aufregenden. Und ich blicke super gerne auf den Vlog zurück als Erinnerung.